Es geht nicht um ihre Gesundheit, illustriert an der Zahnspange. Vorweg, wieso macht man so ein Video? Es geht hier in diesem Video nicht darum, dass man einzelne Berufsgruppen schlecht macht oder dass man Institutionen schlecht macht oder gar Menschen schlecht macht. Es geht vielmehr um eine Entwicklung aufzuzeigen, denn ich erlebe es immer wieder, dass im Internet wir, das Volk, miteinander streiten und diskutieren und eigentlich stehen wir auf der gleichen Seite und das möchte ich mit diesem Video aufzeigen, dass es häufig, wie in diesem Bild gezeigt, nur ein Problem der Betrachtungsweise ist. Ich hätte irgendein Thema hernehmen können, aber da ich mich im Zahnmikrokosmos befinde und ich somit hier lebhafte Beispiele verwenden kann, bediente ich mich also der Zahnspange. Ich werde aber dann im Anschluss noch ein paar Dinge thematisieren, die ich ebenfalls so im Zahnmikrokosmos erlebe. Und zu guter Letzt, worum es dann in weiterer Folge bei diesen Videos in dieser eigenen Playlist dann auch geht. Sie erinnern sich vielleicht, es gab vor einiger Zeit in Österreich in der Politik den Rundruf die Gratis-Zahnspange und man warb also damit, dass Zahnspangen für Kinder nun kostenlos wären. Dazu muss man so ein bisschen die Vorgeschichte der ganzen Zahnspangentherapie, das nennt sich die Kieferorthopädie, kennen. Die Kieferorthopädie ist kein eigenes Fach in der Zahnheilkunde, sondern sie hat sich so langsam aus der Zahnheilkunde herausentwickelt. Die Geschichte der Kieferorthopädie ist sehr lebendig, so wie es immer, und das hat jetzt nicht nur etwas mit der Kieferorthopädie zu tun, sondern so wie es immer in Medizin ist, wenn sich eine Gruppe oder eine neue Fachrichtung ausbildet, dann sieht man da verschiedenste Entwicklungen. Sie kennen das vielleicht beim Internisten. Da gibt es einen Internisten, der ist nur auf Herz-Kreislauf spezialisiert, ein anderer Internist, der ist nur auf Stoffwechselerkrankungen spezialisiert, Diabetes zum Beispiel. Ein anderer ist wiederum auf die Niere spezialisiert, Nephrologie. Und innerhalb dieser Spezialisten, zum Beispiel, ich nehme jetzt die Stoffwechselerkrankungen, da gibt es dann wiederum Unterteilungen und Internisten, die sich nur auf die Leber, auf Stoffwechselvorgänge in der Leber spezialisiert haben oder Stoffwechselvorgänge in der Bauchspeicheldrüse. Also es gibt da immer mehr Unterteilungen. Und woher kommt das? Wird das Wissen immer mehr? Jein. Auf der einen Seite werden natürlich die Verständnisse von Abläufen in der Medizin werden tiefgründiger, gleichzeitig aber werden diese Entwicklungen vom Ego getriggert. Das heißt, man will sich von einer Berufssparte abheben. Das beobachtet man in der Zahnmedizin, beobachtete man das zum Beispiel vor kurzem die Implantologen, die haben sich von den Oralchirurgen abgekapselt und die Oralchirurgen wiederum von den Gesichtschirurgen. Das heißt, das ist so eine Unterteilung, die auch von der Industrie getriggert wird, weil man veranstaltet Kongresse nur für Implantologen oder dann nur für Kieferorthopäden. Man veranstaltet Fortbildungen, man bietet Spezialinstrumente an. Und so war die Zahnspange oder die Abspaltung von wilden Theorien gekennzeichnet. Da gab es also das Grazer Konzept, das Linzer Konzept, das Berliner Konzept, ein jeder Primarius oder Ordinarius verfolgte sein Süppchen. Und so kam es, dass man also bei der Kieferorthopädie, wo es also darum ging, um eine schöne Zähne, unter Anführungszeichen gerade Zähne zu bekommen, dass sich also verschiedenste Theorien entwickelten, wie man bei Kindern, die das Wachstum bestimmen kann. Da gab es, vielleicht kennen Sie das, so Fernbildaufnahmen, also wo der Schädel von der Seite aufgenommen wird und dann wird das so durchgezeichnet und anhand verschiedener Kriterien wollte man das Wachstum der Kinder vorausprognostizieren und ging dann also den Weg, dass man dann sagte, okay,
wenn die und die Punkte gegeben sind, dann wird sich das Wachstum so entwickeln und wir müssen da entgegensteuern, wir müssen dort entgegensteuern. Und der ganze Markt wurde überflutet von verschiedensten Planungsvarianten, die mit der Zeit dann alle im Sande verliefen, weil man sah, dass man erstens einmal das Wachstum nicht genau vorherbestimmen konnte, zweitens einmal, dass die Behandlung der Kinder, also in sehr jungen Jahren, nicht wirklich viel Erfolg brachte, weil sobald das Kind, ich sage jetzt zum Beispiel mit 10 bis 12 behandelt wurde mit einer abnehmbaren Zahnspange, dann kam es häufig mit 17, 18 wieder zu einem Rezidiv, also die Zähne standen wieder irgendwie und man musste dann erst recht eine festsitzende Zahnspange machen. Und so gab die Scientific Community, also die wissenschaftliche Gesellschaft, gab dann die Empfehlung raus, dass man eigentlich Kinder nicht mehr behandeln sollte, auch nicht mit diesen abnehmbaren Zahnspangen, sondern wenn, dann im frühen Erwachsenenalter und das mit festsitzenden Apparaturen, also Sie kennen diese klassischen Brackets oder die Aligner, diese durchsichtigen Schienen, dass man die Kinder also nicht unnötig in jungen Jahren quält. Nun ist es so, dass wenn die Scientific Community etwas rausgibt, dann halten sich nicht automatisch die Ärzte daran. Das hat verschiedenste Ursachen. Eine Ursache ist natürlich auch das Ego. Wenn ich jetzt als Arzt, ich habe eine riesige kieferorthopädische Ordination und zu mir kommen zum Beispiel Patienten mit Gesichtsschmerz und ich verpasse dann jedem Patienten eine Schiene und von 100 Patienten kommen nur 20 wieder retour und sagen, Herrn, die Schiene hat mir geholfen, das war super. Dann fühle ich mich bestärkt in der Therapie. Ich weiß vielleicht nicht, dass der Patient vermehrt Stress gehabt hat, deswegen vermehrt presste in der Nacht, unbewusst. Das führte zu Gelenks- und Muskelschmerzen. Jeder weiß, wenn er am Vortag wandern war, kann er am nächsten Tag einen Muskelkater haben. Diese Zusammenhänge sind dem Patienten nicht bewusst, häufig auch nicht den Ärzten, sondern der Arzt kriegt dann nur positives Feedback, die Schiene hat geholfen und fühlt sich in seiner Therapie bekräftigt. Obwohl vielleicht 80 Patienten von diesen 100 unzufrieden waren, die Schiene nicht geholfen hat, aber es war ihnen zu blöd, dorthin zu gehen. Und bei den 20 hat nicht die Schiene geholfen, sondern dass sie sich zum Beispiel eine Auszeit, einen Urlaub gegönnt haben oder weil es im Beruf plötzlich weniger war. Das heißt, nicht immer, was die Scientific Community vorgibt, findet dann auch Umsetzung in den Praxen, in den Ordinationen, weil es da eben verschiedene Ursachen gibt, wieso man da als Person entgegensteuert. Nun ist es aber so, dass in der Medizin oder in der Politik ja nicht das gemacht wird, was die wissenschaftliche Erkenntnis ist, sondern die Politik hinkt da meistens Jahrzehnte, nicht Jahre, sondern Jahrzehnte hinterher. Sogar die Pflichtversicherungen hinken hinterher, weil es eben nicht um Erkenntnisse geht, sondern es geht darum, dass man die der Volksmeinung entspricht, dass man kleinen Zucker liefert. Und so kam es, dass also die Bewegung der Ärzteschaft, die diese Abspaltung forcierten, immer stärker wurde. Es gab in Österreich also spezielle Fortbildungskurse für Kieferorthopäden, die durften sich dann auch kieferorthopädisch ausgebildet nennen, nicht Fachärzte, aber es war so ein Graubereich, was eigentlich ein Kieferorthopäde war. Und in den letzten Jahren hat dann diese Bewegung sich immer mehr zugespitzt und die Kieferorthopäden, die schon etabliert waren, die also eine eigene Praxis nur als Kieferorthopädie deklariert hatten, haben das natürlich ordentlich getriggert. Und wie dann das Wahlzuckerl von der Politik kam, nämlich dass man also eine Gratiszahnspange einführen wollte, was an sich von der Scientific Community ein Nonsens war, aber als Wahlzuckerl das natürlich sehr verlockend war, weil man konnte da damit bei der Masse bei uns gut punkten, nicht? Man bekommt etwas gratis, das hört sich gut an und es jubelten auch jene, die selber keine Kinder hatten, weil wenn es gratis ist, ist es ja immer gut. Und so kam es, dass also die Kieferorthopäden den Zeitpunkt gerade als günstig empfunden haben, sich mit den Gebietskrankenkassen zusammenschlossen und einen Katalog erstellten, wo sie sagten, na gut,
wenn man als Kieferorthopäde die und die Kriterien erfüllt, dann kommt man in den Genuss von dieser Gratis-Zahnspange. Dann darf man also die Jugendlichen und Kinder behandeln und alle anderen, die diese Punkte nicht erfüllen, die sollen oder dürfen dann zukünftig nicht mehr behandeln. Das war von der Ärztekammer so ein Vorstoß, wo also die Kieferorthopäden unter sich hofften, den Kuchen aufzuteilen. Es ging also darum, dass das Gut, die Menschen, der Klient, die Ware nicht auf viele Ärzte aufgeteilt wird, sondern eben nur noch auf ein paar wenige. Und da hoffte man sich also mit den Kassen, dass man da in eine Richtung schlägt, wo man das Ganze einengt, wo man also hier die Fachärzte noch einmal von den Zahnärzten abschnürt. Das Problem an dieser ganzen Entwicklung war, dass die Kassen ihr eigenes Süppchen kochten. Die gingen dann her und sagten, okay, wir haben also jetzt die Gratis-Zahnspange, wie es in der Politik prophezeit wurde. Wir machen das nur noch mit ausgewählten Kieferorthopäden und wir machen es nur noch bei ganz bestimmten Fällen, so wie es die wissenschaftliche Gesellschaft empfiehlt, nämlich bei schweren Fehlbildungen oder bei Lippen-Kiefer-Gaumenspalten oder bei Fehlbildungen, wo also absehbar ist, dass ein frühes Eingreifen wirklich sinnvoll ist und alles andere wird gestrichen. Die Ärzteschaft, und Sie sehen, ich muss da ein bisschen lächeln, weil Sie werden dann anhand dieser Beispiele diesen Idiotenzirkus dann vielleicht ein bisschen besser erfahren oder besser fühlen können. Die Ärzteschaft merkte das erst schleichend und mit der Zeit, so nach eineinhalb Jahren, folgten dann plötzlich Berichte in verschiedensten Zeitungen, dass früher wurden also viel mehr gezahlt. Das muss man vielleicht noch vorweg schicken. Früher war es so, dass wenn Sie als Patient zum Zahnarzt gingen und Sie wollten ein gerades Lächeln, dann durfte erstens einmal jeder Zahnarzt kieferorthopädisch tätig werden und jedem Zahnarzt oder jedem Patienten standen ca. 350 Euro pro Halbjahr zu, das heißt im Jahr ca. bis zu 700 Euro, die von den Kassen refundiert wurden. Das wurde komplett gestrichen. Es wird heute nichts mehr refundiert, nur noch in diesen Spezialfällen und das eben auch nur noch gewissen Zahnärzten. Das heißt, die Kollegen, die diese Entwicklung vorgetriggert haben oder gepusht haben, die waren plötzlich die Gefickten, ohne es zu merken. Und Sie merken schon, ich sage absichtlich die Gefickten, denn ich finde es sehr lustig, wenn zum Beispiel in der Zahnärztezeitung dann so Artikel publiziert werden. Ich habe Ihnen die PDFs oder die Bilder, wo man dann Zeitungsausschnitte hintereinander reiht und sozusagen die Ärzteschaft jetzt wieder mobilisieren will, wo man jetzt sozusagen wieder den Verbund sucht. Am Anfang spaltete man die Ärzteschaft in Kieferorthopäden, Nicht-Kieferorthopäden und räumte also den Kieferorthopäden da einen Vorteil ein. Jetzt versucht man wieder sozusagen die ganze Ärzteschaft zu vereinigen und das Ganze eigentlich wieder völlig unwissenschaftlich, weil würde man sich an der Scientific Community orientieren, dann müsste man eigentlich sagen, ja, die Zahnspange hat medizinisch gesehen nicht wirklich einen großen Nutzen. Es gibt ganz, ganz seltene Fälle, wo die Zahnspange wirklich einen medizinischen Nutzen hat. Ich meine, halb Afrika, halb Asien, die Menschen beißen irgendwie ja, und sind glücklich, haben keine Rückenbeschwerden, haben keine Nackenprobleme und, und. Hier wird den Leuten, sobald sie ein bisschen eine kleine Fehlstellung haben, sofort eingeredet, das hängt mit der Wirbelsäule zusammen und mit dem Rücken und was weiß ich was. Und kann bis zu Depressionen führen, was alles wissenschaftlich eigentlich ein Humbug ist. Man versucht hier einfach nur Dinge zusammen zu flechten, um einen Behandlungsbedarf zu erzeugen, um wieder abzukassieren. Und diese ganze Entwicklung versuche ich in dem Fall mit sehr deftigen Worthülsen zu untermauern, wie zum Beispiel eben die Gefickten oder dass das ein Humbug ist. Und man muss sich dann schon auch die Frage stellen, was ist jetzt schlimmer? Ist es schlimmer, diese Entwicklung mit deftigen Worthülsen zu bezeichnen, um gewisse Gefühle zu erzeugen?
oder in die mit Krawatte und ganz seriös dazustehen und alles schön zu malen. Dieses Green Painting, Sie kennen das vielleicht aus der USA, wo man dann immer alles, aber nein, so ist das ja gar nicht und so schlimm ist das gar nicht. Was ist eigentlich das größere Übel? Die Dinge mit deftigen Worthülsen benennen, wie sie sind, oder aber das Ganze schön malen. Fassen wir also zusammen. Wir haben eine Behandlung, die Zahnspange, die eigentlich beim jungen Erwachsenen durchgeführt werden sollte, meistens nur ästhetische Faktoren erfüllt. Und das ist ja auch legitim, wenn einer schöne gerade Zähne haben will, dann ist es gut, wenn er sich eine Zahnspange machen lässt. Aber es ist eben nicht richtig, wenn man dem Patienten dann einredet, du, das hat mit Rücken und was weiß ich was zu tun. Das heißt, wir haben eine Behandlung, die ein ganz gewisses Indikationsschema hat. Das wird von der Regierung, von der Politik völlig ignoriert. Es werden Wahlzuckerln verteilt. An diese Wahlzuckerln heften sich dann verschiedene Interessensverbände, die wieder von uns getragen werden. Ich meine, sowohl die Ärztekammer als auch die Pflichtversicherungen, das ist ja etwas, was wir, das Volk, ermöglicht haben durch unsere Leistung, durch unsere Energie, durch unsere Steuergelder. Und dann kochen die ihr eigenes Süppchen. Die einen halten sich nicht an Abmachungen und plötzlich entsteht dann da ein Kleinkrieg, wo wieder dann über Zeitungsinserate auf Kongressen und geredet wird und auf der Strecke bleibt letztendlich der Patient, der von dem Ganzen keine Ahnung hat. Wenn Sie jetzt glauben, das ist ein Einzelfall, ich könnte Ihnen irrsinnig viele solcher Fälle nennen und ich nenne Ihnen vielleicht noch einen solchen Fall, damit Sie sehen, wie verstrickt das Ganze manchmal ist. Da hat sich in dem Fall die Niederösterreichische Gebietskrankenkasse dazu hingerissen, Behandlungen in Vollnarkose in den Ambulatorien anzubieten. Gleichzeitig aber zahlt sie es nicht niedergelassenen Kassenärzten. Und das ist so, dass also in den Statuten steht, dass wenn die Gebietskrankenkasse etwas anbietet, dann muss sie das natürlich auch den Kassenärzten bezahlen. Das passte dann einem Anästhesisten nicht, zu Recht nicht, und weil das ist ja eine unterschiedliche Bewertung, und der klagte dann die Niederösterreichische Gebietskasse. Daraufhin gab es ein Techtelmechtel in der Politik, denn in der ersten Instanz wurde seitens des Richters so ein hohes Geld verlangt, also die Hinterlegung einer Summe, damit er den Fall überhaupt aufnimmt, dass es für eine Privatperson gar nicht möglich wäre, diese Summe mit einem ungewissen Risiko, wie das ausgeht, zu erlegen. Es ging da um 500.000 Euro. Und dann wandte sich dieser Anästhesist an die Ärztevertretung, an die Ärztekammern, auch an die Ärztekammer Wien zum Beispiel, und legte den Fall vor, und die Ärztekammer Wien sagte, ja, das ist ja sehr interessant und das ist ja im Interesse von allen niedergelassenen Ärzten, dass also die Kasse da nicht ihr Süppchen kocht, sondern dass, wenn sie etwas anbietet, dann soll sie das auch den Niedergelassenen zahlen. Aber das Problem, dass einer von der Wiener Ärztekammer, sein Sohn, der hoffte auf einen Kassenvertrag oder hofft auf einen Kassenvertrag in Niederösterreich und somit, da können wir uns nicht anschließen, das können wir nicht unterstützen. Ein paar Ärzte in der Ärztekammer bekamen aber davon Wind und sagten, na gut, wir unterstützen euch über einen Verein, den wir haben, das Zahnärztliche Fortbildungsinstitut, das ZAFI. Und mit diesen unterstützen wir diesen Prozess und beteiligen uns an den Kosten, weil das ist ja wichtig im Sinne der gesamten Ärzte. Und Sie sehen schon, was das für eine Farce ist eigentlich. Meine Standesvertretung vertritt mich nicht, weil einer persönliche Interessen in einem anderen Land hat. Aber es geht ja weiter, die Geschichte. In der zweiten Instanz wurde dann der Urteilsspruch von der ersten Instanz als fehlerhaft und vor allem auch diese riesige Hinterlegung der Summe als fehlerhaft deklariert. Das heißt, man gestand ein, dass das eigentlich nicht rechtens war, aber in der ersten Instanz der kleine Bezirksrichter, der natürlich politisch auch an gewissen Spinnweben hängt,
dem gab man den Auftrag, dass er das mit dieser hohen Summe unterbindet. So viel zur Unabhängigkeit von unseren Gerichten. Und nun in der zweiten Instanz leitete man das dann an den Europäischen Gerichtshof weiter und dort wird es nun weiter behandelt. Inzwischen änderten die niederösterreichischen Gebietskrankenkassen ihre Statuten und da gibt es also ein Hin und ein Her. Und Sie sehen also, es gibt im Alltag irrsinnig viele solcher Entwicklungen, in die nur Ärzte Einblicke haben, häufig nicht einmal Ärzte, denn ich als Niedergelassener in meiner kleinen Praxis kriege von vielen nicht mit. Man hört zwar und ich kriege selber nur die Spitze des Eisberges mit und an den Betroffenen, an Sie, an das Volk kommen diese Dinge überhaupt nicht. Und jetzt denken Sie wieder an das erste Bild, wo also zwei Menschen stehen und sich streiten, ist das jetzt eine 6 oder eine 9? Und jetzt verstehen Sie vielleicht auch schön langsam, worum es in diesem ganzen Video gehen soll, weil mir geht es nicht um die Kassen, mir geht es nicht um Ärztekammern, mir geht es auch nicht um die Medizin an sich, denn diese Entwicklungen, das haben Sie im Bauwesen, das haben Sie im Tourismus, das haben Sie egal wo, gibt es solche Machenschaften, wo im Endeffekt immer der Konsument, wir, das Volk auf der Strecke bleiben, weil halt ein paar wenige versuchen, ihr Süppchen zu kochen und versuchen hier an die Ressource, an dieses Geld, was im Umkreis ist, ranzukommen. Und noch einmal, ich muss es immer wieder betonen, unser Gesundheitswesen ist toll. Das ist aber deswegen toll, weil zigtausende Menschen anonym ihren Job machen. Die Belastung seitens Regierungen, seitens den Kammern, Standesvertretungen, Gebietskrankenkassen und immer größer wird. Wenn ich jetzt noch einmal bei diesem Beispiel im Gesundheitswesen bleibe, wenn Sie sich hernehmen, wir haben zig Kassenarten in Österreich und fast 1,5 Milliarden Euro gehen nur für die Bürokratie drauf pro Jahr. Das heißt, jedes Jahr muss der Steuerzahler 1,5 Milliarden zahlen und hat davon noch überhaupt keine Leistung gesehen, kein Blinddarm operiert, gar nichts. Das heißt, unser System ist gut, aber es wird getragen von vielen anonymen, tollen Menschen, die mal mehr, mal weniger mit Enthusiasmus da versuchen, Licht ins Dunkle zu bringen. Aber das Gesamtsystem an sich ist am Bröckeln und wir werden das nur ändern können, wenn wir uns nicht in kleine Diskussionen verflechten, wenn wir nicht miteinander beginnen zu streiten über Kopftücher, Nicht-Kopftücher, über den Präsidenten oder den Präsidenten, weil die ganzen Systeme, die wir kennen, Politik, die Organisationen wie Kammern und die sind nicht für uns, für das Volk da. Denn wenn Sie sich alleine nur anschauen, das Geldsystem, und ich habe hier in einen Videoclip hineinkopiert, Sie können das überspringen, wenn es Sie nicht interessiert, wo das Geldsystem mit recht einfachen Worten erklärt wird. Das ist sowohl den Politikern als auch den Kammern und, das ist diesen Menschen bewusst, dass wir ein System haben, das am Tagesende nur Verlierer kennt. Und es geht immer darum, nach einem Crash, nach einem Krieg wird aufgebaut. Gegen Ende der Hochkultur versuchen dann diese etablierten Organisationen, die entstanden sind, weil sie versuchen, die anderen durch Bürokratie und durch Pseudoregeln nach unten zu halten, die also nur dadurch entstanden sind, nicht für das Wohl des Menschen, das wird zwar nach außen immer so verkleidet, das Wohl des Menschen, in Wirklichkeit geht es darum, um die Konkurrenz wegzuhalten. Und am Ende einer Hochkultur geht es dann nur noch darum, wie man aus dem Volk Energie saugen kann. Und danach kommt es wieder zum großen Crash. Man wiegelt uns auf, man spaltet uns in verschiedene Gruppen. Und so wie das im Kleinen funktioniert, der Kieferorthopäde und der normale Zahnarzt, der Implantologe, so funktioniert das auch im Großen. Der Kommunist, der Kapitalist, der Islamist und Nicht-Islamist. Und solange wir uns den Schädel wegen solchen Nichtigkeiten einhauen, solange werden wir auch immer wieder die Zeche dafür zahlen. Weil die Kriege, die dann folgen, die werden natürlich nicht von diesen ein paar wenigen ausgetragen, sondern wir werden am Schlachtfeld stehen. Wir werden dann wieder vor den Trümmern stehen. Aber ich zeige Ihnen vielleicht jetzt einmal dieses Video, was eigentlich die Politik lösen sollte,
anstatt zum Beispiel mit Ärztekammern, Gebietskrankenkassen und was weiß ich was Wahlzuckerl zu vergeben. Wenn eine Geschäftsbank einem Kunden einen Kredit gewährt, dann bucht sie in ihrer Bilanz auf der Aktivseite eine Kreditforderung gegenüber dem Kunden ein, beispielsweise 100.000 Euro. Gleichzeitig schreibt die Bank dem Kunden auf dessen Girokonto, das auf der Passivseite der Bankbilanz geführt wird, 100.000 Euro gut. Diese Gutschrift erhöht die Einlagen des Kunden auf seinem Girokonto. Es entsteht Giralgeld, das die Geldmenge erhöht. Alles, was eine Geschäftsbank benötigt, um Kredite in Höhe von 100.000 Euro zu vergeben, ist eine Reserve in Höhe von 2.000 Euro. Dieser Multiplikatoreffekt entsteht durch den Mindestreservesatz von 2%. Banken haben also das Privileg, selbst hergestelltes Geld zu verleihen, dafür Zinsen zu verlangen und beim Ausbleiben der Rückzahlung reale Werte durch den jeweils zuständigen Staatsapparat pfänden zu lassen. Dieses Privileg der Banken ist so entscheidend für das Verständnis unseres Finanz-, Wirtschafts- und Gesellschaftssystems, dass es anhand eines Beispiels noch einmal verdeutlicht werden soll. Beispiel: Eine Bank gibt 100.000 Euro Kredit zu 5% Zinsen für ein teilweise finanziertes Haus. Um dieses Beispiel anschaulich zu halten, rechnen wir mit einer kompletten Rückzahlung nach einem Jahr und gehen davon aus, dass die Bank über mindestens 2.000 Euro Reserve verfügt. Bei der Kreditvergabe bucht die Bank aus dem Nichts neue 100.000 Euro als Guthaben auf das Konto des Schuldners. Im Gegenzug bekommt sie das Recht, das Haus des Schuldners zu pfänden, falls dieser den Kredit plus Zinsen nicht zurückzahlen kann. Kann der Häuslebauer die 100.000 Euro zurückzahlen, dann verschwindet das so erzeugte Kreditgeld wieder und die Geldmenge schrumpft entsprechend. Das Problem liegt jedoch darin, dass er weitere 5.000 Euro für die Zinsen ergattern muss. Doch dazu benötigt er einen Teil der Geldmenge, die durch andere Schuldner auf dieselbe Weise in Umlauf gebracht wurde. Wollen alle ihre Schulden zurückzahlen, gibt es garantiert immer jemanden, dem am Ende das Geld für die Zinsen fehlt. Beispiel Ende. Die Befürworter dieser Methode der Geldschöpfung weisen zwar zu Recht darauf hin, dass das von den Banken in Umlauf gebrachte Geld nach der Rückzahlung der Schulden wieder aus dem Verkehr gezogen wird. Aber inklusive Zinsen muss stets mehr zurückgezahlt werden, als ursprünglich verliehen wurde. Will einer seine Schulden inklusive Zinsen komplett zurückzahlen, muss es andere geben, die dann umso mehr Schulden haben. Diese Rolle kann zum Beispiel der Staat spielen. Zwar wird auch hier wiederum entgegnet, dass die bezahlten Zinsen in Form von Gehältern und Boni für Bankangestellte sowie durch Dividenden für Aktionäre wieder in den Wirtschaftskreislauf zurückfließen würden. Doch dies trifft nur teilweise zu. Tatsächlich fließt der Großteil des Zinsstroms dorthin, wo das meiste Kapital konzentriert ist. Wer Jahr für Jahr wachsende Milliardenzuflüsse hat, der gibt sie in der Regel nicht komplett für seinen Lebensunterhalt aus. Vielmehr kommen diese Geldmengen dann nur durch Verleih gegen Zinsen wieder in den Wirtschaftskreislauf zurück, was dann die Kapitalsammelbecken auf der einen und die Verschuldung auf der anderen Seite nur noch schneller anwachsen lässt. Nun ist auch klar, wieso anscheinend die ganze Welt in Schulden versinkt. Die gesamte Geldmenge entstand mit einer Rückzahlungspflicht, aber sammelt sich wegen des Zinssystems bei den Inhabern der großen Kapitalkonzentrationen an. Wollten alle Staaten, Unternehmen und Privatpersonen ihre Schulden zurückzahlen, müssten sie zuerst an dieses angesammelte Geld herankommen. Doch selbst wenn ihnen das gelänge, blieben am Ende
noch die Zinsschulden. Eine Rückzahlung aller Kredite und somit der gesamten Geldmenge kann und darf es in diesem System nicht geben, denn danach gäbe es kein Geld mehr. Jedes Bankkonto, jeder Geldbeutel und alle Kassen wären dann leer. Die Wirtschaft käme zum Erliegen. Stattdessen wachsen Guthaben, Schulden und Zinslasten immer schneller und immer weiter an. Dass dieser Effekt nicht nur Theorie, sondern Tatsache ist, kann man leicht an der exponentiell wachsenden Entwicklung der Staatsverschuldung sämtlicher Staaten erkennen. In diesem Teufelskreis der Kreditausweitung muss die Wirtschaft ständig mindestens so schnell wachsen wie der Geld- und Schuldenberg. Denn die zusätzlichen Schulden müssen durch zusätzliche Sicherheiten gedeckt werden. Die Folge dieses Schneeballsystems ist ein sich ständig beschleunigender Wachstumswahn. Um diesem Mechanismus zu dienen, müssen immer mehr Häuser, Maschinen, Autos, Schiffe und so weiter auf Kredit produziert werden. Sobald die Wirtschaft aufhört zu wachsen, gibt es überall Pleitewellen, obwohl nirgendwo materieller Notstand herrscht. Im Gesamtsystem fehlt dann einfach nur das Geld für die Zinsen. Insolvenzen sind in diesem Finanzsystem zwangsläufig. Irgendwen trifft es garantiert. Deshalb benötigen die Banken auch immer Sicherheiten, denn mit Sicherheit wird stets ein Teil davon gepfändet. Auf diese Weise häufen die Banken immer mehr reale Werte an, obwohl sie nie etwas Reales verliehen hatten. Die Bank gewinnt immer. Dieser alte Taschenspielertrick basiert auf einfachster Mathematik und funktioniert nicht nur im Casino, sondern ist die Basis unseres gesamten Finanzsystems. Sie sehen also, wir haben ganz andere Probleme. Egal womit Sie sich beschäftigen, ob mit dem Schulsystem, mit dem Geldsystem, egal womit, das alles ist längst überholt und alte Dogmen gelten nicht mehr. Auch diese ganzen Diskussionen um Vollzeitbeschäftigung. Was soll Vollzeitbeschäftigung am Ende einer Hochkultur bedeuten? Unsere Großväter haben ja deswegen geschuftet und gerackert, um Maschinen zu entwickeln, dass die Gesellschaft nicht mehr tschinageln muss, 7 Tage die Woche und 24 Stunden lang, sondern das können eben Maschinen entwickeln, Maschinen übernehmen und der Mensch kann sich anderen Dingen widmen, die man nicht unbedingt mit in einem kapitalistischen System mit Geld messen kann. Wie wollen Sie Kunst, Kreativität, wie will man das messen? Aber aus dem entstehen dann wieder neue Dinge, die dann die Gesellschaft voranbringen. Und solange wir es nicht schaffen, dass wir uns miteinander emotionslos beginnen, über diese Dinge auszutauschen, eine Akzeptanz aufbringen, dass vielleicht die Betrachtungsweise, ich als Nichtarzt oder als Nichtbehandler oder nicht im Gesundheitswesen Tätiger, vielleicht eben eine sehr eingeschränkte ist und ein anderer, wenn er über diese Dinge berichtet, dass er da ganz andere Gefühle hat, ganz andere Aspekte, die ihn dann zu diesen Berichten hintreiben. Und wenn man sich da beginnt, dann miteinander auszutauschen, immer im Vordergrund oder im Auge behaltend, dass es ja darum geht, das System zu verbessern. Und wenn wir das nicht schaffen, dann wird das von oben herab nie verändert werden. Denn noch nie hat sich ein Kaiser selber abgesetzt. Die Profiteure in einem System, die haben kein Interesse, irgendetwas zu ändern. So wie die Kassen nichts zahlen wollen und den Kassen geht es also darum, dass sie möglichst viel Geld machen, so geht es den Ärztevertretern unter Anführungszeichen darum, ihr eigenes Süppchen zu kochen und funktionieren kann dieser ganze Wahnsinn nur dann, wenn wir das Volk bewusst werden, wenn wir uns von diesen Dingen beginnen zu verabschieden, denn ein bewusster Mensch, der braucht keine Politik, der braucht keine Führung mehr, dass ihm jemand sagt, was geschehen soll. Der spürt, der fühlt das selber und der hat eine moralische Verpflichtung, dem Ganzen dann nachzugehen. Und wir müssen uns eingestehen, dass jeder von uns sich auf unterschiedlichen Ebenen dieser Bewusstseinsreise befindet
Und dass ich heute hier sitzen darf und mich mit Ihnen so austauschen kann, das sind wieder die Gesellschaft, hat es ermöglicht, oder da muss man der Gesellschaft Danke sagen. Ich war durch Zufall an der richtigen Zeit, am richtigen Ort. Ich durfte durch Zufall eine Ordination in Wien aufbauen, wo Sie, das Volk, diese Ordination getragen, ermöglicht haben. Und ich konnte mir mit dieser Ordination Freiräume entwickeln, Zeit, und konnte so Gedanken spinnen, konnte lesen. Das heißt, um bewusst zu werden, bedarf es eigentlich nur Zeit und Freiräume. Und wenn wir das den Schwächsten in unserer Gesellschaft auch zugestehen, indem wir auf sie zugehen, mit ihnen reden, auch wenn sie vielleicht noch verwirrt sind und irgendwelche Hassparolen von sich geben, wenn wir ihnen aber immer wieder die Hand reichen, dann kann es wirklich zu einer Evolution, zu einer Veränderung der Gesellschaft kommen. Und da rede ich jetzt nicht über meine persönliche Meinung, sondern ich analysiere einfach nur Muster. Denn jede Bewegung bisher, egal wie sie sich genannt hat in der Geschichte, war immer zum Scheitern verurteilt. Immer wenn ein System gewachsen ist und geglaubt hat, es kann von oben herab den Menschen regulieren, es ist zum Scheitern verurteilt. Sie werden im Internet viele Journalisten finden, die teilweise jetzt gute Arbeit machen, aber schon beginnen, Menschen anzustellen, Betriebe zu gründen. Und es ist dann nur eine Frage der Zeit, wo der Druck, Gehälter zu zahlen, so groß wird, dass man dann wieder das bringen muss, was die Masse hören will, wie weit eben gerade der Bewusstseinszustand des Volkes, der Masse ist. Als Elternteil aber bin ich nicht dazu da, um das zu machen oder um erzählen zu machen, was das Kind von mir will, im Sinne, wenn es bei Rot über die Ampel laufen will, dass ich es laufen lasse. Nein, ich muss es zurückhalten, emotionslos es ihm erklären, ihm Liebe geben, und irgendwann wird er verstehen, dass das nicht gut ist, einfach nur seinen Impulsen zu folgen. Und genauso wäre es ja in der Politik. Die Politik sollte sich nicht immer nur versuchen, Freunde zu machen, denn viele Dinge sind einfach für den Laien nicht einsehbar. Und wenn also ein Politiker so tut, dass er fürs Volk da ist, dann ist er in Wirklichkeit nur dafür da, dass er dem Mainstream, der Masse, nach dem Mund redet. Und wir müssen uns eingestehen, dass es sicherlich Veränderungen in unserer Gesellschaft geben wird, die sich im ersten Moment nicht gut anfühlen, aber auf lange Sicht gesehen bringen sie uns weiter. Denken Sie an das Beispiel mit dem Kind. Und es hat keinen Sinn, immer wieder alte Zyklen hochkommen zu lassen, immer wieder zu glauben, von oben herab wird sich etwas ändern, wenn das Muster uns zeigt, dass immer das Volk es war, das Dinge geändert hat. Denn wir waren es, die Regierungen, Diktatoren, Monarchen gestürzt haben. Wir waren es, die Sachen aufgebaut haben, die Sachen ermöglicht haben. Und wenn uns das bewusst wird, wenn wir beginnen, uns zu vernetzen, intensiver zu vernetzen, drüber zu reden, dann wird das Leid ein Ende haben. Und genau dafür ist dieser Clip da. Er ist nicht dazu da, dass jetzt schlecht über irgendjemanden geredet wird. Er ist nicht dazu da, um irgendwas schlecht darzustellen, sondern um das Bewusstsein zu schaffen, dass wir natürlich sehr unterschiedliche Betrachtungsweisen haben, weil wir alle in ganz unterschiedlichen Bereichen in diesem System, das wir Gesellschaft nennen, eingebettet sind. Und wenn wir aber in Liebe aufeinander zugehen, dann werden wir die Herausforderungen der Zukunft lösen können. In diesem Sinne, alles Liebe.